Hallöchen Leute, willkommen bei Teil 2 von meinen Halloween-Abschmink-Videos. Für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Falls ihr Teil 1 verpasst habt, dann schaut euch den auf jeden Fall auch noch an. Jedenfalls schminke ich meine kompletten Halloween-Looks ab und wie ihr wisst, dauert das manchmal sehr lange und kann auch ziemlich schmerzhaft sein. Und ich erzähle euch aber gleichzeitig auch einige Stories, sehr private Stories über mich. Meine Freunde, meinen Freund, alles Mögliche eigentlich. Ich würde mich natürlich sehr über den Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich eventuell abonnieren möchtet. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Leute, ich habe mir ein neues Format überlegt. Und so werden wir uns jetzt immer zusammen abschminken. Und währenddessen beantworte ich eine Frage von euch. Heute ist es diese Frage hier, und zwar, ob ich mich mal bei meiner Hochzeit selber schminken werde. Extrem gute Frage. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe mir schon voll oft Gedanken darüber gemacht. Obwohl ich die nächsten paar Jahre sowieso nicht heiraten werde. Hier wären jetzt mal die Vorteile. Ich hätte keinen Stress. Oh Gott, die Farbe geht voll schlecht runter. Ich müsste mich um nichts kümmern. Und wäre halt eine coole Erfahrung. Aber die Nachteile wären, dass die Person mein Make-up richtig verkacken könnte, weil sie halt einen anderen Geschmack hat wie ich und sich vielleicht auch nicht so gut mit meiner Haut auskennt. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber mal duschen. Aber was meint ihr? Soll ich mich schminken lassen oder mich selbst schminken? Und stellt mir gerne Fragen fürs nächste Mal. Okay Leute, ich habe tatsächlich in einer Minute ein Meeting. Ich weiß, ihr werdet so verdammt sauer auf mich sein, wenn ich das so oft sage. Aber eigentlich ist es gar nicht so oft. Es fühlt sich nur so oft an, weil ihr anscheinend nur diese Videos seht. Keine Ahnung warum. Aber das passiert mir nur so bei jedem 20. Look. Und ich finde, das ist voll okay. Ich bin einfach ein K.O. Deswegen habe ich manchmal ein bisschen weniger Zeit, als ich das eingeplant habe. Und ihr sagt immer, hey Paula, dann mach doch kein Abschminkvideo, wenn du schon spät dran bist. Nein, Leute, ich schminke jetzt nicht 4 Stunden einen Look, kaufe mir 100 Euro eine Nase und mache dann kein Video. Dann komme ich lieber zu spät, ganz ehrlich. Jedenfalls hätte vor 3 Minuten ein Meeting begonnen, wo ich eigentlich drinnen sitzen sollte, aber ich sehe halt so aus, soll ich einfach so reingehen? Ist das weird? Ist das komisch? Ja, das ist komisch. Ich war halt so im Meeting. Findet mein Freund mich mit diesen Make-up-Looks eigentlich hässlich? Hey, was soll das denn? Warum sollte er? Okay, nein, Spaß. Ich muss aber sagen, meistens findet er das ganz schön. Oh, ich glaube, ich habe zu viel Kleber benutzt. Oh. Also, wenn ich jemanden schminke wie Ariel oder Avatar. Aber heute habe ich ihn gefragt, wie er diesen Look hier findet. Und wisst ihr was? Es war einfach die größte Frechheit. Er wollte mir einfach keinen Kuss geben. Sorry, aber ich kann echt nicht verstehen, warum nicht. Nach 4 Stunden kann ich das hier endlich abschminken. Oh, wieso ist das so fest? Holy. Ich kann endlich wieder atmen. Oh, ich glaube, ich habe viel zu wenig Sauerstoff darunter bekommen, ganz ehrlich. Wollt ihr dem einen Kuss geben? Noch schnell die Kontaktlinsen raus. Und noch das runter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut sich das gerade anfühlt. Werde ich morgen an Halloween ein Video mit meinem Freund machen? Ihr habt mir noch nie so oft eine Frage gestellt. Okay, Leute, ich habe ihn angefleht, angebettelt, dass er zumindest dieses eine Video im Jahr mit mir macht. Und wisst ihr was? Er hat Ja gesagt. Das heißt, morgen werdet ihr meinen Freund sehen. Sogar in seinem ultra coolen Kostüm. Die letzten paar Jahre habe ich es jedes Mal verkackt. Aber dieses Jahr habe ich die besten Kostüme besorgt. Ihr werdet es lieben. Und ich freue mich schon auf morgen. Ich hatte das gestern auf meiner For You-Page. Das war kurz bevor ich schlafen gegangen bin, also ich war schon im Bett. Ich bin mittlerweile schon echt gut, was sowas angeht. Also ich krieg schon viele gemeine Kommentare, aber eigentlich stört mich das nicht mehr so sehr. Aber das Video und nicht nur das Video, sondern besonders die Kommentare darunter waren schon echt heftig. Also ich glaube, wenn man von hunderten Leuten liest, wie kacke man ist und dass sie einen hassen, dann glaube ich, wird das tatsächlich jeden irgendwie verletzen. Ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich mit euch, ich konnte einfach die ganze Nacht nicht schlafen. Es kann schon stimmen, was in diesem Video steht. So manchmal habe ich einfach nicht so viel Zeit für meine Make-up-Looks und ich bin auch einfach nicht perfekt. So, ich habe das nie gelernt, wie man das macht. Ich habe nur manchmal das Gefühl, es wird von mir so unfassbar viel erwartet, sodass ich jeden Look perfekt mache, aber ich kann das eigentlich gar nicht. Und nein, ich werde jetzt nicht wieder wegen euch weinen, das mache ich kein einziges Mal mehr. Aber ich will nur, dass ihr wisst, dass ich einfach immer mein Bestes gebe und mehr kann ich eigentlich nicht machen. Es wird hoffentlich Looks geben, die ihr richtig cool findet. Es wird wahrscheinlich Looks geben, die ihr nicht so cool findet. Und das ist für mich eigentlich auch voll okay, weil es muss echt nicht jedem gefallen. Das Einzige, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mir nicht die Freude am Make-up nimmt. Hallo, ich bin Pennywise und wir schminken uns jetzt ab. Erstmal Lashes runter, genauso wie Kontaktlinsen. Ich sehe nämlich irgendwie nur die Hälfte. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Und zum schmerzhaftesten Teil. Darunter ist es einfach komplett nass.
Oh, oh nein, es hängt hier in meinen Haaren. Tschüss. Ich habe meine Haare gerade gewaschen, das heißt, ich hoffe, die sind jetzt nicht irgendwie komplett im Ass. Was ist das? Was ist das? Das ist eigentlich nicht lustig. Ich bin so done. Also schnell abschminken. Und jetzt ab nach Hause. Wir schminken jetzt wieder zusammen diesen Look hier ab. Und währenddessen beantworte ich die Frage, wie gut ich in der Schule war. Kurz gesagt, nicht so gut. Ich habe Schule so richtig gehasst. Deswegen habe ich auch nicht so viel gelernt. Es gab auch eigentlich kein Fach, in dem ich so richtig gut war. Weder Mathe noch Sprachen. Mathe und Spanisch waren auch die zwei Fächer, in denen ich am allerschlechtesten war. Aber ich habe es trotzdem immer noch so irgendwie geschafft. Also ich musste auch nie eine Klasse wiederholen. Und habe auch vor ein paar Jahren mein Abitur gemacht. In Österreich nennt man das übrigens Matura. Als ich in Amerika gewohnt habe, habe ich die Schule aber richtig gerne gehabt. Und hatte nur Einsen. Komisch, oder? Wir schminken uns jetzt wieder zusammen ab und ich beantworte diese Frage, wie ich zu TikTok gekommen bin. Also, ich habe Anfang 2019 mit TikTok begonnen. Damals hatte ich aber schon länger Instagram. Da hatte ich aber noch einen anderen Account, wo ich immer so Make-up-Tutorials gepostet habe. Ich war damit eigentlich auch schon ziemlich erfolgreich, aber ich hatte halt eher nur so Follower aus Amerika. Ein Mädchen, dem ich damals gefolgt bin, hat dann mit TikTok begonnen und sie hat halt in ihre Instagram-Story gepostet, dass die App richtig cool ist. Deswegen habe ich es auch mal probiert und direkt mein drittes Video ist viral gegangen. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und seitdem mache ich das. Das Mädchen war übrigens Abby Roberts und sie hat jetzt einfach 16 Millionen Follower. Verrückt, oder? Es ist an der Zeit, diesen Look abzuschminken. Ich will nämlich endlich mein Gesicht wieder bewegen können. Und währenddessen beantworte ich die Frage, was mein Freund dazu gesagt hat, dass ich meine Augenbrauen abrasiert habe. Wieso tut das so weh? Ach. Also ich habe meinem Freund nicht Bescheid gegeben. Ich habe es einfach gemacht und es ihm dann gezeigt. Schaut mal, wie rot ich bin. Und wisst ihr, was mein Freund gesagt hat? Eigentlich fast nichts. Ist natürlich ungewohnt, aber ich glaube, es ist ihm ziemlich egal, ob ich Augenbrauen habe oder nicht. Ich glaube, er denkt sich nur, Hauptsache, ich bin glücklich. Übrigens könnt ihr gerne mal versuchen zu erraten, als was sich mein Freund und ich zu Halloween verkleiden. Wir machen natürlich ein Partnerkostüm. Oh, ich sehe gerade schlimm aus. Und mein Freund hat mir versprochen, dass wir an Halloween wieder zusammen einen TikTok posten können. Ihr wisst ja, dass mein Freund sich nicht so gerne auf Social Media zeigt. Deswegen freut es mich extrem, dass ihr ihn endlich mal wieder sehen werdet. Ich freue mich schon so auf Halloween. Will ich Kinder und wenn ja, wie viele? Ich muss diesen Look dringend abschminken, diese blöden Arme halten mich nicht. Yummy. Also gleich mal vorab, ja, ich will Kinder. Noch nicht jetzt, aber irgendwann auf jeden Fall. Und wie viele weiß ich auch schon. Upsi. Oh, die war fest dran. Ich will so wie gefühlt jeder zwei Kinder haben. Ich will nicht, dass es Einzelkind ist. Und ich will auch nicht richtig viele Kinder. Das wäre mir viel zu anstrengend. Wann ich die haben möchte, weiß ich aber echt nicht. Es könnte sein, dass ich schon in 2 Jahren schwanger werde oder in 10 Jahren. Aber wenn es soweit ist, werdet ihr es sowieso erfahren. Wie findet es eigentlich meine Familie, mein Freund und meine Freunde, dass ich Social Media mache? Sehr gute Frage. Ich muss jetzt aber endlich mal diesen blöden Ballon runtergeben. Der geht mir so auf die Nerven. Oh oh. Den bekomme ich nie wieder. Also ich glaube, meine Familie findet das ziemlich cool. Die sind auch, glaube ich, ziemlich stolz auf mich. Mein Opa schaut zum Beispiel alle meine Videos. Dann Freunde habe ich nicht so viele. Also jetzt halt außerhalb von Social Media. Aber die, die ich habe, supporten mich auch immer voll lieb. Und mein Freund, der hat ja eigentlich nichts mit Social Media am Hut. Er hat noch nie ein TikTok gemacht. Und sein letztes Instagram-Bild ist, glaube ich, 3 Jahre alt. Aber ich glaube, er findet das trotzdem richtig cool. Okay, manchmal ist er ein bisschen genervt, weil ich immer bis in die Nacht filme. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das war. Kurzzeitig hat sich einfach meine Nase verstopft. Ich sag's euch, Mund zu kleben und Heuschnupfen an demselben Tag kann ich echt niemandem empfehlen. Aber irgendwie voll witzig, darunter bin ich einfach komplett abgeschminkt. Und wisst ihr auch, warum das gerade so leicht runtergeht? Weil ich so stark darunter geschwitzt habe, dass es hier alles gerade komplett nass ist. Cool, oder? Es war übrigens, glaube ich, auch nicht die schlauste Idee, mir diese Dinge hier in die Haare zu kleben. Obwohl, besser als ich dachte. Ja, habe ich eh Fotos von dem Look gemacht? Ich glaube schon, oder? Okay, ja, habe ich. Entwarnung, Entwarnung. 10 Dinge, die ich liebe. Erstens, ich glaube, das ist klar, Make-up. Nummer 2, Pinguine. Drittens, Nutella. Und da wir schon beim Essen sind, 4. Pfannkuchen bzw. Palatschinken. 5. Disney-Filme. 6. Disneyland bzw. alle Freizeitparks, aber ganz besonders Disneyland. 7. Schwimmen und Tauchen. 8. Halloween und Weihnachten. 9. Kino. 10. Urlaub am Meer. Mhm. Wir schminken jetzt zusammen den Coraline-Look ab. Jetzt sagen Step 1 ist mal das Auge ab. Wisst ihr, was verrückt ist? Das hier.
Ich habe einfach fast 6 Millionen Follower auf TikTok. 6 Millionen? Das finde ich einfach so verrückt. Ich habe jetzt aber auch schon viele Kommentare gesehen von Leuten, die fragen, was ich für ein Special machen werde. Und darf ich ganz ehrlich zu euch sein? Das überfordert mich irgendwie extrem. Ich sehe mal, wie andere TikToker so richtig geile Sachen machen. Und irgendwie kann ich das nicht so richtig. Besonders jetzt in der Halloween-Zeit habe ich so ultra viel zu tun. Also wirklich, wirklich viel zu tun. Ich sitze jeden Tag da und schminke meine Looks und mehr mache ich auch wieder nicht. Deswegen habe ich leider gerade irgendwie gar keine Zeit, irgendwas zu planen und das tut mir so ultra leid. Ich hoffe auf jeden Fall, falls da nichts oder halt nur was Kleines kommt, dass ihr das nicht irgendwie mir übel nehmt. Aber eine Sache möchte ich sagen und das ist nicht nur als 6 Millionen Special, sondern generell einfach als Paula Special. Meine Art, euch Danke zu sagen, ist, indem ich versuche, coole Looks für euch zu schminken und halt coolen Content zu machen und auf eure Wünsche einzugehen und so weiter. Ich will nur, dass ihr wisst, dass ich mir halt trotzdem immer sehr viel Mühe für euch gebe und ich wirklich ultra, ultra dankbar bin für das alles. Und das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und nicht vergessen zu abonnieren. Ihr wisst nämlich, was nach den Halloween-Looks kommt. Da kommen die coolen Weihnachts-Looks. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, als was ihr euch zu Halloween verkleidet. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder beim neuen Video. Tschüss! Happy Halloween!